Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von This War of Mine. Und wir wurden leider ausgeraubt. Also, was haben sie versucht? Haben sie irgendwas mitgenommen? Nein, wir haben aber Munition verbraucht. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie müssen ängstlicher als wir gewesen sein und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Waren wir alle bewaffnet. Ja, zum Glück. Noch geht das gut, aber wer weiß, wie lange noch. Okay, er ist sehr müde. Was? Nach einem Tag schon? Krasser Scheiß. Ja, das kann echt sein. Wenn die uns nur testen, ist nicht gut. Hungrig und hungrig. Sehr gut. Reicht das hier für das Aufwerten? Weil es wäre ganz praktisch, wenn wir weniger Materialien noch verbrauchen fürs Kochen. Das wäre ziemlich cool. Ah, das reicht nicht. Und dann guck mal, ob wir... Ich brauche Dietrich und ich brauche Brechstange. Oh, wieder so viel Materialien verbrauchen hier. Oder habe ich das noch? Erstmal gucken. Nee, habe ich sogar noch. Na, dann brauche ich es gar nicht. Dann auf ins Bett. Für dich auch auf ins Bett. Wie viel Munition habe ich eigentlich noch? 6 Schuss. Ja, das ist gut. Das reicht. Sehr gut. Okay, dann können wir auch schon den Tag beenden. Aber ich hoffe mal, dass diese Verbrecher, die hier andauernd kommen, dass sie nicht schlimmer werden. Ist ja eher unschön. So, Wache. Dann gehen wir jetzt nochmal in das bombardierte Haus. Da sind immer noch hier große Menge Waffen, ein paar Teile. Ich möchte den Rest haben. Ich möchte tatsächlich den Rest haben. Deswegen nehmen wir jetzt auch das hier mit. Schaufel nicht unbedingt. Die sollte ich nicht mehr brauchen. Und los geht's. Und dann plündern wir jetzt dieses Haus bis zum geht nicht mehr. Das wird ruckzuck gehen, dann gehen wir schnell wieder zurück und dann geht's auch weiter. Hier, aufbrechen. Der Dietrich, der ist, glaube ich, nur einmal verwendbar, aber die Brechstange hält länger. Komm schon, das schaffst du! Komm schon! Ja, geschafft. Okay, was haben wir Schönes? Oh, Munition. Ui, das ist cool. Das ist cool. Das hält uns die Feinde noch ein bisschen länger vom Haus fern. Weil nur dank der Munition sind wir noch so lange, sind wir noch so sicher eigentlich. Es wäre jetzt insgesamt einfacher, wenn wir wirklich immer die Möglichkeit hätten. Wenn wir immer die Möglichkeit hätten, die. Wenn wir drei Leute hätten halt insgesamt. Das würde viele Probleme vereinfachen. Komm, nehmen wir die Bohnen jetzt mit. Oh, ich habe 3 Teddybären. Sehr gut. Ach guck mal, ich brauche gar keinen Dietrich. Hätte ich das mal vorher gewusst. Komm, benutze den Dietrich. Okay, was haben wir hier? Ein Flyer, der über die Stadt abgeworfen wurde. Darauf steht, in dieser Zone wird eine Antiterroroperation durchgeführt. Personen, die in der Stadt bleiben, werden als Unterstützer der Terroristen angesehen. Verlassen Sie sofort Pogoren, sonst ist Ihre... Und die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr. Die Armee garantiert ihnen sicheres Geleit. Nicht viele glauben ihnen nach all den Gräueltaten, die sie begangen hatten. Ja, das stimmt. Okay, gucken wir, was finden wir denn noch Schönes hier. Oh, Materialien, die brauchen wir. Das heißt, da muss ich irgendwas rauswerfen. Ich würde das hier rausfinden, weil damit kann ich prinzipiell nichts anfangen. Moment. Weil ich eh gar nicht die Möglichkeit habe. Das heißt, wir könnten echt nochmal hierher. Ist irgendwie witzig. Witzig. Oh, Dünger ist auch ganz praktisch. Teile. Oh, es sind so viele coole Sachen. Teddybären nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht kann man damit irgendwas anstellen oder so. Das hauen wir weg. Darf ich mal das hier weg? Und wir hauen... Das hauen wir dann weg.
Und hier sind zwei gute Zigaretten. Machen wir die hier weg und nehmen dafür noch den Dünger mit. Weil damit können wir wieder Fleisch holen. Und das ist super. Okay, und das war's auch schon wieder. Ja, dieses Haus bietet echt eine Menge, ey. Das ist der Hammer. Renne zum Ausgang. Auf und davon. Wusch, wusch. Ja. Sehr lecker. Guter Raubzug, würde ich mal behaupten. So, jetzt sind wir wieder da. Was war das jetzt? Tag 18 oder so? Warum setzt sie sich denn hin? Ah, ich bin gefragt, was ist denn jetzt so los? Oh, sie ist deprimiert. Weil sie keinen Kaffee kriegt. Ja, ich habe jetzt 3 Kaffeebohnen. So, Kaffee und Zucker habe ich ja. Zucker kann ich totschmeißen, die Leute. Sehr schön. Guck mal, was brauchen wir? Alter, schön. Hui, hui, hui. Hier ist nichts. Brauche ich nichts. Alles nichts. Aber ich habe jetzt genug Material. Jetzt müsste ich das hier eigentlich aufwerten können, würde ich mal behaupten. Oh, sie will reden. Dann machen wir das doch mal. Was machen die denn da? Vereinigen die sie jetzt? Fusion! Ah ja! Bitte, Kater. Gib nicht auf. Es ist so schwer, weiterzumachen. Ich weiß, ich weiß. Es ist hoffnungslos, aber ich werde tun, was ich kann. Ich weiß zwar nicht, wer das gerade sagt, aber ich interpretiere. Doch wir müssen weitermachen. Ich kann nicht mehr, Bruno. Danke. Es tut mir so leid, du hast recht. Oh, wir kriegen Besuch. Machen Sie auf, ich habe etwas zum Tauschen mitgebracht. Sofort aufmachen! Wie lange reden die eigentlich? Ich glaube nicht so lange, ich würde gerne den da... Komm schon, fertig jetzt. Es muss gearbeitet werden. Warum kommst du denn vorbei, wenn es gefährlich ist? Handeln wir oder was jetzt, ne? Okay, was hast du ein schönes anzubieten, ne? Nur Scheiße. Nehmen wir doch hier Material mit. Oh, so schnell kann ich tippen. Okay, wie viel Alkohol wird's denn dafür haben? 2 Flaschen reichen nicht? Krass. Okay, was... Oh. Ach, das hier ist. Nee, das ist Schnaps. Ich möchte aber keinen Schnaps, weil da kriege ich ja 2 Flaschen davon. Die sind ja mehr wert. Behaupte ich mal. Kann ich ihm Fleisch anbieten? Das ist aber sehr großzügig, ich weiß. Das Business muss schon so hier sein. Dann kann ich vielleicht hier was anderes Cooles von ihm erbeuten. So, was haben wir hier? Ah, mehr nicht. Was hat er denn hier? Irgendwas Cooles? Machen wir das so? Ja, können wir eigentlich machen. Einmal Fleisch. Ich hab ja genug Fleisch, also das ist ja nicht das Problem. Machen wir. Okay, danke, ciao, verpiss dich. Belästige jemand anderen, ich hasse Vertreter. So mit O. Sehr hungrig, das heißt wir... Er kann ja erstmal hier aufwerten. Aufwerten. Wir sind ahead, ermöglicht es uns, Essen auf effizientere Art und Weise zu kochen und dabei Brennstoff zu sparen. Nice, nice, nice. Machen wir doch gerne. So, du kannst da einmal Dünger legen.
Oh, wir haben zweimal Dünger. Es hat sowieso keinen Sinn. Es wird immer schlimmer. Warum bist du deprimiert eigentlich, Mädchen? Was sagt das Radio? Hungersnot und Krankheiten herrschen über die verwüstete Stadt Pogoren. Die Zahl der Todesfälle steigt, da die Menschen keinen Zugriff auf Lebensmittel, sauberes Wasser und medizinische Versorgung haben. Yeah, Rockmusik. Oh, Zigaretten und Tabak sind erneut in Pogoren verfügbar. Wie es dazu kam, bleibt ein Rätsel. Theorien setzen auf Schmuggler, korrupte Militäroffiziere oder ausländische Hilfe. Schimpf. Wie sie nur vermuten können. Okay, das hatten wir ja schon. Draußen ist es kalt. Schon seit... Achso, seit Tag 14 ist es kalt. Okay. Merkt man. Total. Ist voll kalt. Brrr. Mir fröstelt's. Okay, dann können wir jetzt mal gucken. Was bietet uns jetzt die Möglichkeit hier? Wir verbrauchen hier weniger Brennstoff. Materialien verbrauchen wir gleich viel. Okay. Okay, produzieren wir das hier einmal, dann können wir beide was essen. Ui. Was können wir hier eigentlich machen? Wenn wir das hier erweitern, was können wir da machen? Wir können es erweitern, ja? Was können wir machen? Wie eine Axt oder ein Sägeblatt können wir hier auch beschädigte Schusswaffen und Helme reparieren. Wir können sie weiter aufwerten, um Munition herzustellen und kugelsichere Westen zu reparieren. Doch, machen wir einfach so. Okay, dann rauch jetzt mal eine. Hat er gerade geblinzelt? So, jetzt geht's ihm aber besser. Er raucht eine, das geht doch. Dann muss es doch ihm jetzt besser gehen. Alter, wie er sich hier reinzieht, als würde er sich gerade Koks reindrücken, ey. Hammer. So, dann Futter jetzt noch. Er blinzelt wirklich, Tatsache. Und dann gehst du pennen. Du guckst hier nochmal. Was können wir jetzt alles bauen? Sägeblätter, Militärhelme, eine Schrotflinte. Geil. Pistole. Messer, Sägeblatt. Was kann man jetzt haben? Wir können es verwenden zum Zerkleinern von Möbeln oder Läuten. Dafür brauchen wir Teile, die ich nicht habe. Sehr schön. Das ist cool, das Sägeblatt brauchen wir, weil wir haben mal Gitter, die wir zerkleinern müssen. So, kann ich irgendwie heraufbeschwören, dass die ihre Lust befriedigen, wie Kaffee trinken oder rauchen? Macht sie das automatisch, wenn ich sie auf dem Stuhl sitze? Macht sie das? Nö. Sag mal, ist ja nicht so, dass ich keinen Kaffee habe. Ich habe ja Kaffee. Dann gehst du jetzt pennen. Sie ist deprimiert, dass sie keinen Kaffee trinken darf, aber wir haben Kaffeebohnen. Und daraus backt man Kaffee, oder nicht? Habe ich ja irgendwas falsch verstanden? Es wird nie vorbei sein. Nie vorbei sein. Tag beenden. Also ist der Tag was gewesen? Er war vorbei. Ja, genau. Witzig. Plündern, Wache stehen. 92%. Etwas Waffen, etwas Teiles. Lohnt sich eigentlich nicht. Bombardierte Schule. Gefahr. Baufälliges, besetztes Haus. Achso, ja, 93. Ah, ja, ja. Ach, eine Menge Waffen, das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Soll ich es riskieren, da hinzugehen? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal zur Baustelle nochmal. Es ist einfach zu verlockend, da hinzugehen. Ja, dann machen wir das. Vielleicht sind sie ja nicht mehr da. Hö, hö, hö.
Wir werden sehen, ob da noch jemand ist. Ich höre schon mal keine Schüsse. Also könnte alles bedeuten. Die könnten woanders hocken oder gegangen sein, was mir sehr lieb wäre. Habe ich das hier schon gesehen? Ah ja, die Kinderzeichnung, genau. Okay, jetzt vorsichtig. Das könnte sehr gefährlich sein hier. Man weiß ja nicht, was die, ob die hier rumhocken oder nicht. Aufmachen. Wir sind schon mal auf der anderen Seite. Okay, jetzt hier mal gucken. Ist zugenagelt, ja. Hab ich mir fast gedacht. Wobei. Ich komme hier nach oben. Spannend, spannend. Hier könnte jetzt alles Mögliche passieren. Ich habe keine Ahnung. Hier ist keiner. Okay. Schon mal gut. Wenn die mich wirklich gegangen sind, das wäre super. Ich komme nicht höher. Deswegen gehe ich dahin. Weil hier werden sie, sind sie definitiv nicht. Es ist abgeschlossen. Ich krieg zu viel. Abgeschlossen. Ah, hier, aufmachen. Sie sind nicht hier. Sieht gut aus. Wenn sie nicht mal hier sind, das ist super. Oh, sehr gut. Dann können wir mal gucken, was wir hier Schönes finden. Ah ja, ja, ist nicht so dolle. Wenn wir im Fernseher stehen, ey, cool. Haben sich ja ihr richtiges Luxusleben aufgebaut. Holy moly! Jackpot! Holy moly, ey. Alter. Richtig, uns richtig voll vor der Nähe. Jetzt kommen wir hier hoch, oder? Ja. Jetzt kommen wir hier. So, zeitlich sieht's gut aus. Alter, das ist ein richtiger Jackpot hier. So viel zu essen. Und hier? Ja, ja. Kann man leben. Hier oben hat er gehockt und hat geschossen. Aber sie sind echt nicht mal da, das ist gut. Das freut mich extrem. Kommt die da hoch? Ja. Oh, traumhaft. Ist bestimmt abgeschlossen, diese Tür. Nein, ist nicht abgeschlossen. Was haben wir hier? Na, noch irgendwas, irgendeine coole Überraschung? Medikamente nehmen wir noch mit. Dafür die Zigaretten raus und dafür lieber Medikamente mit. Hey, dazu ist noch jetzt echt genug. Kommt man hier hoch? Nee. Habe ich hier schon reingeguckt? Ich glaube nicht. Nee, das kann man, da kann man nichts mitnehmen.
Was haben wir da noch Cooles? Ah, ist abgeschlossen, okay. Was kann man hier noch lang? Boah, hat sich aber richtig gelohnt. Können wir theoretisch auch wunderbar dann handeln gehen. Nice. Das gefällt mir, das finde ich super. Was haben wir hier? Auf einem zerrissenen Flyer mit dem Titel Erklärung steht: Wir Seni sind hier in unserer alten Hauptstadt zu Hause und wir werden uns die Unterdrückung nicht länger gefallen lassen. Die Republik Visenam, die mit Hauptstadt in Pogorin und folgenden Grenzen gemäß dem Vertrag von Scheiß auf all eure Verträge und Erklärungen. Naja. Die Sonne geht auf. Okay, dann renne zum Ausgang. Scheiße. Ich komme hier gar nicht raus. Fuck. Scheiße. Sie kommt nicht nach Hause. Kacke. Ich hoffe, sie kommt am nächsten Tag nach Hause oder so. Oh nein. Ich dachte, man kommt hier weg. War doch fast immer so, dass man auf der anderen Seite dann wegkommt. Die Morgendämmerung hat ja überrascht. Die Rückkehr wird schwieriger werden. Und das heißt was? Tag 19. Es hat einige Probleme gegeben. Wir hoffen jedoch, dass Katja bald zurück sein wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es inständig. Sie hat so viele Sachen gehabt. Ich will sie jetzt nicht deswegen dadurch verlieren. Okay, er ist traurig. Verständlich. Weil Katja ist nicht da und er weiß nicht, was mit Katja los ist. Wird sie wieder zurückkommen? So, na gut, die Materialien habe ich ja nicht bekommen. Dann machen wir stattdessen. Hier einmal. Nochmal Schnaps. Dein Magennot. Warum knurrt dein Magen? Du bist ja nur hungrig. Du bist nicht mal sehr hungrig. Sondern nur hungrig. Naja. Oh, ich sehe gerade, wir müssen den Takt beenden. Deswegen. Seht ihr in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wird Katja wieder heil nach Hause kommen? Wir hoffen es alle, aber wir sehen es leider erst in der nächsten Folge. Also, bis dann. Cheerio!